Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder. Ich habe ja Ewigkeiten kein Video hier hochgeladen. Wie ihr seht, ich sitze in meinem Paddock. Da drin sind die Minimänner. Guck mal, Willy. Und ich wollte euch dann jetzt endlich mal ein Update zu den Ponys geben. Ich habe ja die ganze Zeit immer nur auf Instagram kleinere... Hallo! kleinere Updates gemacht oder eher gesagt Updates hochgeladen zu den Minis, weil das halt schnell und einfach geht. Na, ey, lass das! Da wollte er gerade ans Stativ. weil das halt schnell und einfach ging. Und zum einen war hier am Stall zwischendurch ein bisschen viel Trubel. Dann war zu Hause viel Trubel, ist auch immer noch Pino. Ja, zu Hause war sehr viel Trubel. Wundert euch nicht, falls hier Katz und Unterbrechungen sind. Der liebe kleine Pino möchte nämlich immer alles umschmeißen hier. Und ja, dementsprechend konnte ich kein anständiges Video drehen oder hab's nicht geschnitten gekriegt und so. Jetzt habe ich gerade Urlaub und habe dementsprechend auch die Zeit dafür. Falls ihr Huftritte hört, rechts und links sind ja auch noch Paddocks, da sind dann die anderen Pferde. Ja, jetzt wollte ich euch ein bisschen dazu erzählen, was halt so passiert ist. Beispiel Pino. Komm mal hier. Zu dem kleinen Mann, der hier jetzt gerade ins Bild gekommen ist. Pipino ist kein Hengst mehr. Pipino ist Wallach. Das hat viele Gründe. Zum einen war, also von unserem Stallbesitzer hier aus, ist das kein Problem mit einem Hengst hier am Stall. War ja auch alles schon abgeklärt. Die Wiesen sind so gemacht worden und. Extra für ihn auch. Er war auch sehr händelbar, das muss ich dazu sagen. Nur es waren halt auch einige Leute hier am Stall, die haben das anscheinend nicht so ganz verstanden oder was auch immer. Tja, dann stand mal eine rossige Stute neben ihm auf dem Paddock und was weiß ich nicht alles, aber gut, okay, das sind andere Sachen. Dann bin ich halt auch einfach nicht dazu gekommen, mit ihm zur Körung zu fahren. Da sind halt viele Sachen dazwischen gekommen. Dann hat dies nicht gepasst, dann hat jenes nicht gepasst. Und dann habe ich irgendwann viel überlegt und habe auch mit der Züchterin, mit der Steffi von den beiden gesprochen, die sich halt auch logischerweise mit Körung und Hengst und sowas auskennt. Und habe auch gesagt, ey, ich habe gerade einfach das Geld nicht dazu. Das war auch ein großer Faktor. Und es kommen immer wieder so viele Sachen dazu. Und ihn jetzt hier einfach als Hengst stehen zu lassen, finde ich auch doof. Das ist Stress für ihn, Stress für mich und eventuell sogar auch Stress für andere. Ne? Dann lasse ich ihn lieber legen und er hat ein glückliches Wallachleben. Ne? Pini, so ist fein. Und er hat ein glückliches Wallachleben mit dem Winnie zusammen, kann nachher mit anderen zusammen auf die Wiese mit anderen Stuten und so. Wir haben ja hier direkt gegenüber in der Box stehen ja auch nochmal zwei Mini-Stuten, mit denen die dann auf die Wiese zusammen könnten. Zumindest mit einer, die andere darf nicht, aufgrund von Rehe. Aber so könnten sie dann halt auch eher mal noch mit anderen raus. Man kann auch dann Stuten daneben stellen oder was auch immer. Ne? Jetzt schleichst du dich hier richtig ins Bild rein, weil du gekraut werden willst. Ne? Ja, und deswegen ist der Pino kein Hengst mehr. Es ist gut so, wie es jetzt ist. Er ist glücklich so. Er ist auch total brav. Die Hengsthormone sind schon gut runtergefahren, bis auf so... Ja doch, ist so. Bis auf ein paar kleine Hengstmanieren, die halt so hengsttypisch sind. Beispielsweise in der Halle, wenn ich sie in der Halle laufen lasse oder auf dem Paddock sind. Und da irgendwo Äppel sind und die riechen das oder er riecht das, dann geht er natürlich dahin und äppelt da drüber, ne? Und versucht die Haufen dann auch auseinander zu scharren. Ey. Aber das ist auch so mit das Einzige, bis auf bei einer Stute, die findet da immer noch total toll, dann macht da immer noch einen auf Hengst. Aber das ist alles absolut nicht schlimm. Er ist auch vom Charakter her ruhiger geworden. Er beißt nicht mehr so viel und knabbert nicht mehr so viel. Ne? Und so an sich, er ist ja vom Charakter her sowieso ein total tolles Pony. Ne? Das war der ja auch als Hengst. Der war lieb, verschmust und was weiß ich nicht alles. Ne? Das ist er jetzt immer noch. So ist es nicht. Aber ich sag mal doof, er ist nicht mehr so wild.
energiegeladen ist er immer noch. Er ist immer noch das aktivste Pony, sage ich jetzt mal blöd, von beiden. Der Winnie ist halt so, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und er ist immer so, mach was mit mir, ich will jetzt sofort was machen, so nach dem Motto. Und klar, er ist dann, wenn ich dann richtig mit ihm arbeite, das, was ich halt so mit ihm machen kann, mit einem Vierjährigen, ne, ist er danach auch platt. Der hat jetzt im Moment absolut keine Kondition. Aber er macht es halt gerne. Das merkt man auch. Ja, die Kastration ist wirklich gut verlaufen. Ich habe ihn zu meinem Tierarzt in die kleine private Klinik gebracht. Da stand er dann für ungefähr 4 Tage. Da ist alles super verlaufen. Die Nähte sind auch super verheilt. Er hat keine Schwierigkeiten irgendwie gehabt oder sonst irgendwas, ne? Ja, das ist das Pino-Update. Der kleine Lümmel. Ne? Kleiner Lümmelmann. Man sieht, wie verschmust er ist. Er hat doch gerade den Winnie wieder rausgejagt, beziehungsweise reingejagt. Der Winnie, Update zum Winnie, hat sich jetzt, alles fein, hat sich jetzt irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, in Solarium Solarium, unter dem Solarium hier im Stall, hat er sich überschlagen. Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden, wo der Pino da drunter steht, wie ich die anbinde. Also der, ich mache das immer so, von dem Holzpfosten aus, den Strick, den mache ich als, das ist ein Kettenstrick. Und von der Wand aus kommt halt der normale Strick, den ich dann nach Belieben einstellen kann im Endeffekt, damit die halt nicht so krass in den Gittern hängt. Ne? Solarium war auch immer noch oben unter der Decke und war nicht angemacht. Und ja, ich habe mich nur umgedreht und wollte Winnie seine Decke weghängen. Und hinter mir hat es dann auf einmal geholtert und gepoltert. Und der Winnie hing mit dem Kopf nach hinten gedreht, so ganz komisch schräg nach hinten gedreht und mit dem Arsch wirklich nach vorne in die Stallgasse hängend. Also nicht so, dass er sich rumgedreht hat, sondern wirklich, dass der mit den Hinterbeinen so unter sich drunter her über den Boden gerutscht ist, sodass die Vorderbeine und die Hinterbeine halt in die Putzgasse guckten, ne? Hing er dann da und wie ich dann zu ihm bin, sollte man dann ja auch nicht zu schnell machen, bevor die sich noch mehr erschrecken, ne? Aber wie ich dann zu ihm bin, stand er auch schon wieder auf allen 4 Beinen, das waren irgendwie 3 Meter Abstand oder was, ne? Ja, und danach habe ich meine Osteo drüber gucken lassen, weil ich so erstmal nur gesehen habe, dass halt hinten das ISG verklemmt war und all sowas, ne? Und Jungs, die Leute sehen mich gar nicht. Und dementsprechend habe ich dann meine Osteo gerufen und die hat sich den Winnie dann angeguckt. Und der hatte dann hier oben im Genick ist ein Schleimbeutel zwischen den Ohren, hinter den Ohren, so da. Erster, zweiter Halswirbel. Da ist ein Schleimbeutel, den hat er sich angehauen, der war dick. Und dann durfte er erstmal nur noch geradeaus gehen, also wirklich nur geradeaus, nicht bergauf, nicht bergab. Nur Schritt und mit Tensolvet hier oben alles einschmieren, damit das gekühlt wird. Ja, der Marvin hat mir ein paar falsche Infos durchgegeben. Wir sollten das 3 Tage machen. Ich habe es dann fast 2 Wochen gemacht, weil unsere Osteo halt auch in Urlaub war. Naja, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ne? Ist ja nicht schlimm, hat sie auch gesagt. Und ja, jetzt geht es ihm wieder besser. Jetzt kann ich auch wieder mit ihm anständig arbeiten. Jetzt ist aber immer noch das Problem, sie muss halt nochmal kommen, um um ihn nochmal durchzuchecken. Er hat auf jeden Fall noch ein bisschen Probleme hinten im ISG-Bereich. Das muss nochmal gemacht werden. Ja, hallo ihr Lieben. Einmal die Stimme aus dem Off. Während ich euch jetzt hier einfach mal was reinquatsche, was noch dazugehört, weil wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen später, blende ich euch einfach hier mal ein paar schöne Bilder von uns ein. Danke an die liebe Kathi und an den Marvin fürs Helfen, für die Bilder und so. Und zwar, die Osteo, also unsere Osteo war schon beim Winnie wegen der ISG-Geschichte und hat ihn auch wieder eingerenkt. Ja, er hatte ordentlich was hinten am ISG.
Normalerweise genießt er seine Behandlung bei unserer lieben Ostia immer sehr, aber dieses Mal hat ihm die Behandlung hinten an der Gruppe und am ISG nicht so gut gefallen. Das war jetzt das erste Mal, dass er da tatsächlich auch mal ausgetreten hat. Es hat also ordentlich wehgetan anscheinend. Er hat Akupunkturnadeln gesetzt bekommen. Er wurde, ich weiß nicht, ob ihr das Novaphone kennt, das hat meine Osteo. Damit wurde er auch behandelt, um so ein bisschen alles locker zu kriegen, weil er sich da festgemacht hat da hinten und sie kriegt die Muskulatur nicht richtig locker. Ja, und danach war auch alles wieder in Ordnung, auch mit dem Genick war alles wieder gut und der Halswirbel, der draußen war, der ist auch nicht wieder rausgesprungen und all sowas. Also oben Nacken, Halsbereich war alles wieder super in Ordnung und ist alles da geblieben, wo es auch sein sollte. Nur halt das ISG, das ist ja sowieso immer so seine Problemstelle. Das war dann diesmal ganz verquarkst. Aber auch das hat sie wieder hingekriegt. Und sogar der liebe kleine Pepino hat seine erste richtige Osteobehandlung gekriegt. Unsere Osteo hat zwischendurch immer mal wieder drüber geguckt, aber hat auch immer wieder ganz klar gesagt, er ist noch zu jung, um dass ich da wirklich richtig irgendwas dran mache, weil Wachstum und Knochen zusammenwachsen und all sowas, dieses ganze Konstrukt, das muss ja auch erstmal zusammenwachsen beim Pferdchen oder allgemein beim Pferd. So, und vor allem bei jungen Pferden sollte man da noch nicht so viel drin rumdoktern, weil da sehr viel kaputt gehen kann dann, weil halt alles noch nicht so aneinander gewachsen ist. So, und er hat dann auch seine erste Behandlung gekriegt. Fand er ganz komisch, aber genau das gleiche Verhalten, wie der Winnie das erste Mal gemacht hat. So nach dem Motto, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich muss weg. Hilfe, was macht ihr hier mit mir? Aber nachher hat er es dann doch genossen. Er hatte auch ein bisschen Probleme hinten mit dem ISG, weil er war sehr steif, also sehr schief und steif. Aber das war jetzt an sich auch nicht so das Problem. Hat er alles fürs erste Mal richtig behandelt werden. Von der Osteo hat er das richtig gut gemacht. Und das Süße war jedes Mal, er hat auch Akupunkturnadeln gesetzt gekriegt. Aber ich meine, nur zwei wären es gewesen. Und jedes Mal, wenn sie irgendwas gelöst hat oder wieder eingerenkt hat in dem Sinne, war er so, oh Gott, was ist passiert? Und dann ist sie nach ihm nach vorne gegangen. Na, ist wieder fein. Dann hat er die so süß angeguckt mit seinen Knopfaugen, den Kopf hoch so, was hast du gemacht? Ist das jetzt wieder fein? Das war so süß. Wir haben uns so kaputt gelacht. Und am liebsten möchte sie auch eigentlich immer gerne den Pepino ins Auto packen. Ja. So, und jetzt lasse ich euch weiter das Video schauen. Viel Spaß. Und ja, die kommt jetzt nächste Woche, übernächste Woche, je nachdem, wie wir den Termin kriegen. Ihr seid schlimm. Man sieht mich doch gar nicht. So, je nachdem, wie wir da einen Termin machen können. Minimi, tu mal den Kopf hier hin, so ist fein. Ja, und dann wird da nochmal bei geguckt und dann hoffe ich mal, dass wir dann nochmal wieder ein bisschen mehr machen können, denn der Winnie wird ja zwischendurch geritten. Von einem Mädel hier aus dem Stall, die sitzt auch gerade im Hintergrund. Und ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das dann auch wieder geht, ne? Miniman. Mini, die sehen mich doch gar nicht, wenn du so machst. Nee, die Leute sehen mich doch gar nicht. Mini. Mini. Jetzt habe ich sie beide hier. Der Pino hat immer so ein bisschen den Winnie verjagt. Rumdrängler, weil der Winnie gerade ein bisschen Angst vor dem Stuhl hat, auf dem ich sitze und vor dem Kameradreibein, was da steht. Machen wir das halt mal ein bisschen mit Leckerli. So. Ja, wollen wir auf jeden Fall mal hoffen, dass der Winnie dann danach wieder anständig bewegt werden darf und so, ne? Beziehungsweise, dass er dann wieder anständig laufen kann. Ja, das sind so die Updates zu den beiden. Aufhören. Zu den beiden Lümmeln hier. Ja, mal gucken, ob wir euch gleich noch ein bisschen mitnehmen. Jetzt muss ich mich ein bisschen so. Aber mal gucken, dass wir euch noch ein bisschen mitnehmen gleich. Mal schauen, was wir euch so filmen können, was ich so im Moment mit den beiden mache. Im Moment viel Stangenarbeit, weil Pepino beispielsweise. Pepino! Ist auch derzeit ein bisschen sehr schief in der Haltung.
Das versuche ich so ein bisschen rauszuarbeiten mit Stangenarbeit und beim Winnie halt, ihn im ESG so schon mal locker zu kriegen, dass er locker zu kriegen mit Stangenarbeit, so, dass er da nicht so die Probleme mit hat. Ja, und dann halt die Osteo drüber gucken lassen, unsere. Ja, ihr seid Limitze, hallo. Pfui. Na. Alten Zankköppe. Hallo, Pino. Ich merke das, dass du da beim Winnie Blödsinn machst. Ja, macht der wieder nur Blödsinn, ne, Mini? Der Mini-Man. Möchtest du auch mal hier rauskommen? Möchtest du rauskommen? Ne? Du hast schöne Deko im Haar. Der Mini-Man. Pino! Pino! Jetzt kommt der Pino nicht, wa? Ja. Dann wollen wir hier jetzt auch erstmal einen Cut machen und mal gucken, ob wir euch mitnehmen können. Ansonsten hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Lump. Eine schöne Woche, schönes Wochenende, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du alter Clown. Du alter Clown. Jetzt stehst du hier draußen, jetzt machst du wieder nur Faxen, woll? Ja. Du musst du wieder nur Faxen, woll?